Und dann bekomme ich ganz bestimmt meine Freiheit zurück. Nein, meine Damen und Herren, wachen Sie endlich auf. Diese Administration denkt sich immer neue Spinnereien und Absurditäten aus, die doch nur als Vorwand dienen, um Ihnen Ihre Freiheit vorenthalten zu können. Bürger, ich melde mich mal wieder aus Brüssel, dem größten Irrenhaus der Welt. Heute mit einem Update zur aktuellen Maßnahmensituation. Dabei hatte ich in den vergangenen 2 Jahren meines Mandats bislang noch nie Gedanken daran verschwenden müssen, ob ich überhaupt in mein Büro komme. Denn seit wenigen Tagen, Sie wissen es, gelten hier neue Zugangsregeln. 3G. Geimpft, genesen, getestet. Das gehört für viele Bürger inzwischen zur neuen Normalität. Doch damit nicht genug. Tests aus Deutschland werden hier nicht akzeptiert. Auch der gelbe Impfausweis, bislang ein international anerkanntes Dokument, bringt hier niemanden weiter. Sie müssen ein sogenanntes Digital Green Certificate präsentieren. Ein QR-Code entscheidet damit zukünftig darüber, ob sich die Türen für Sie öffnen oder eben nicht. In China ist dieses System ja schon längere Zeit im Einsatz und entscheidet dort neben dem Zugang zur Arbeit auch darüber, ob sie ihren Ortsteil verlassen dürfen. Die technischen Möglichkeiten lassen es dabei zu, dass auch Punktesysteme umgesetzt werden. Der Zugang zum Supermarkt hängt dort also davon ab, ob sie die Regierung kritisieren oder nicht doch besserartig ihre Klappe halten und alles schön brav über sich ergehen lassen. Ein solches System nach chinesischem Vorbild lehne ich selbstverständlich ab. Es zeigt, in welche Richtung dieses Parlament aber ungebremst steuert. Selbst der EuGH hat in einer einstweiligen Anordnung entschieden, dass die Maßnahmen, die Präsident Sassoli rechtsmissbräuchlich erlassen hat, dass sie nämlich genau das sind, rechtsmissbräuchlich, und solche Zugangsbeschränkungen zum EU-Parlament sind ein schwerer Eingriff in die Ausübung des freien Mandats, ein Grundelement einer jeden Demokratie. Aber wie hieß es in der DDR so schön, es muss eben nur demokratisch aussehen. Trotz offensichtlicher Rechtswidrigkeit setzt dieses Haus die Maßnahmen gegen all die Abgeordneten durch, die nicht den Rechtsweg bestritten haben. Dabei zeigt sich durch den rasanten Anstieg der Fallzahlen, dass all diese Maßnahmen ohnehin nichts bringen. Auch die groß angelegte Impfkampagne ist kein Gamechanger. Denn heute sind die Fallzahlen höher als noch vor einem Jahr ganz ohne Impfstoff. In diesem Zusammenhang übrigens euphemistisch von Impfdurchbrüchen zu sprechen, ist dabei wieder einmal der verzweifelte Versuch, die Wahrheit zu kaschieren. Es ist ein offenbar kollektiv auftretendes Impfversagen. Und so sollte man es auch nennen. Erinnern Sie sich noch an die Worte, wonach die doppelte Impfung zu 100% schützen soll? Nun, heute weiß man, dass die Wirkung eben nicht ganz so großartig ausgefallen ist und es wird jetzt schon über sogenannte Booster-Impfungen nachgedacht. Anstatt diese neuartigen Medikamente zu hinterfragen, die mit Milliarden Europas in Verträgen bestellt wurden, die man selbst uns Abgeordneten nur geschwärzt präsentiert, schiebt man die Schuld auf Impfkritiker, die sich eben nicht mal für eine Bratwurst die Nadel geben. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit sollen dabei ausgerechnet diejenigen für die mangelnde Wirksamkeit eines Medikaments verantwortlich gemacht werden, die das Medikament gar nicht genommen haben. Aber so geht es halt in dieser verdrehten Welt. Die Maßnahmen und ihre Begründungen werden immer absurder. Wenn Sie geglaubt haben, naja gut, dann bleibe ich halt eben zu Hause. Okay, dann trage ich halt eben die Maske. Naja gut, dann lasse ich mich halt testen. Okay, jetzt lasse ich mich auch noch impfen. Und dann bekomme ich ganz bestimmt meine Freiheit zurück. Nein, meine Damen und Herren, wachen Sie endlich auf. Diese Administration denkt sich immer neue Spinnereien und Absurditäten aus, die doch nur als Vorwand dienen, um Ihnen Ihre Freiheit vorenthalten zu können. Denn Ihre aufgegebene Freiheit ist auf der anderen Seite ein immenser Machtzugewinn für einige wenige. Ich mache mich deshalb weiter.